Am 12. Mai fand das Finale des nur 48-Stunden-Filmwettbewerbs statt. Ein Wettbewerb, bei dem man nur 48 Stunden Zeit hat, einen Film zu drehen und zu schneiden. Ich spreche heute mit Patrick Knittler. Er studiert Multimedia Production an der Fachhochschule Kiel und hat mit seinem Film Abgeschlossen den 3. Platz belegt. Hallo Patrick, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo Anna. Worum geht es in dem Film und was waren denn deine Aufgaben da am Set? Ja, am Set habe ich hauptsächlich die Kamera gemacht. Ich habe aber auch die ganze Produktion organisiert und vorab halt das Drehbuch auch geschrieben. Das habe ich zusammen mit der Hauptdarstellerin entwickelt. Genau, und dann habe ich sozusagen da mich hauptsächlich um Kamera und Ton und Licht halt, weil wir ein ganz, ganz kleines Team waren. Durch die Corona-Auflagen haben wir gesagt, wir wollen es so klein wie möglich halten. Und worum es in dem Film geht, es geht um eine Eva sozusagen, die kommt aus einer frisch getrennten Beziehung und erfährt, dass ihr Ex-Freund wohl eine neue irgendwie hat macht sich dann eben auf, um sozusagen Rache auszuüben und muss dafür ganz tief in den Werkzeugkasten greifen. Ihr hattet bei der Preisverleihung auch gesagt, dass es noch weitere Szenen gab, die rausgekürzt werden mussten, weil ein Film ja nur 6 Minuten lang sein darf. Habt ihr vor, so eine längere Version nochmal zu schneiden und mit der dann vielleicht zu weiteren Festivals zu gehen? Ja, gute Frage. Also ich finde, das Schöne bei so einem 48-Stunden-Wettbewerb ist, dass der wirklich nach 48 Stunden fertig ist. und entsprechend frage ich mich, ob ich zum Film so viel mehr gibt, wenn man die einige Einstellungen, die man noch mehr hat, sozusagen mit reinbringt. Mir fallen also akut auf jeden Fall so 1-2 Einstellungen ein, die vielleicht noch interessant wären. Da würde ich einfach nochmal den Cutter fragen und wenn er da Lust drauf hat, dann kann ich mir das gut vorstellen. Ansonsten wäre das nicht unbedingt notwendig, glaube ich. Hast du denn vor, vielleicht auch nächstes Jahr wieder bei diesem Filmwettbewerb 48 Stunden teilzunehmen? Ja, ich würde sagen, warum nicht? Also ich finde, das macht immer so viel, super viel Spaß und das Schöne ist, jetzt gerade im Kontrast zu anderen Projekten, die sich dann 4, 5, 6 Monate hinziehen, ist der 48-Stunden-Filmwettbewerb eine Sache, wo man in ganz, ganz kurzer Zeit auch sich selber ganz gut testen kann, einfach zu schauen, was brauche ich wirklich, um meine Geschichte zu erzählen. Und da wir jetzt einfach schon ein Team haben, das so gut zusammengewachsen ist, wo auch durchaus noch mehr Leute rein können, auf jeden Fall, wenn nicht gerade Corona wäre, dann kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass wir auch nächstes Jahr wieder teilnehmen. Wenn du gerade keine Wettbewerbsfilme drehst, was machst du sonst? Vor einem Jahr hätte ich gesagt, studieren. Jetzt ist es halt so, dass ich im Grundstudium fertig bin und noch meinen Bachelor schreiben muss. Aber was mache ich sonst? Ich mache halt diverse Projekte, alles irgendwie mit Bezug auf Film. Manchmal kommerzielle Sachen, viele freie Geschichten auch. Ich schreibe gerade nebenbei noch so ein, 2 Drehbüchern. Habe noch einen Film, der an die Filmförderung gegangen ist, ein Kurzfilm, der vielleicht noch dieses Jahr dann produziert wird. Das ist ja ganz schön. Ja, also alles irgendwie in Bezug auf Film auf jeden Fall und alle möglichen unterschiedlichen Projekte. Wann war für dich klar, dass du sowas in die Filmrichtung machen möchtest? Das hat tatsächlich beim Jugendmedienfestival angefangen. Da bin ich vor 6 Jahren, habe ich da mal teilgenommen. Ich habe vorher mit einem Kumpel in der Schule auch mal so einen kleinen Film gemacht und dann habe ich halt beim Jugendmedienfestival teilgenommen. Und und da habe ich echt, ja, wie soll man sagen, Blut geleckt. Also das war so, ja, so cool. Also der Film, den würde ich niemals jemandem zeigen wollen, aber man hat halt dadurch so unglaublich viel gelernt. Und dann habe ich halt gesagt, oh Mensch, das ist eigentlich super cool, weil ich habe zu der Zeit halt schon Theater gespielt, ich habe in 2, 3 verschiedenen Bands gespielt und ich habe angefangen zu fotografieren und für mich war Film dann plötzlich etwas, was all das zusammengebracht hat. Da mir immer gesagt worden ist, Patrick, du hast zu viele Hobbys, dachte ich mir so, ja gut, dann muss ich wohl eins von den Hobbys auf jeden Fall zum Beruf machen, sonst wäre das ja schade. Und so ist das praktisch gekommen. Ja, und jetzt mittlerweile bin ich auf dem Jugendmedienfestival selber Teamer und mache da seit 3 Jahren die Filmredaktion und bringe anderen jungen Menschen Leuten bei, wie man Filme macht und worauf man da achten kann. Du hast auch eine eigene Internetseite, also hast du dich selbstständig gemacht während des Studiums? Ja, also das fing alles so an, dass ich bei einem Fotografen gearbeitet habe oder auch immer noch arbeite als Assistenz halt. Und da muss man dann halt selber eigene Rechnung schreiben. Und da mich schon sicher war, dass ich auch andere Aufträge im Filmbereich annehmen würde, habe ich dann halt ein Kleingewerbe angemeldet. Genau, und die Webseite habe ich dann auch tatsächlich im Rahmen eines Moduls hier an der FH selber gebaut.
die Grundlagen sind einfach an der FH wunderbar gegeben und auch die Vielfältigkeit. Also dadurch kann ich jetzt auch ein Filmposter designen, dadurch kann ich jetzt auch irgendwie meine Webseite machen und die bearbeiten oder für einen anderen Film auch vielleicht eine kleine Webseite schreiben. Und das sind einfach so Fähigkeiten plus eben auch die Soft Skills, also im Team zusammenzuarbeiten. Wir machen ja unglaublich viele Projekte. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht, weil dadurch würde ich sagen, bin ich jetzt an so einem Punkt, wo ich auch durchaus größere Projekte irgendwie managen kann. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Für alle, die das Finale verpasst haben, zeigen wir hier jetzt zum Abschluss einen kleinen Ausschnitt aus Abgeschlossen.